Hallo, ich bin der Kevin. Und ich bin der Thomas. Und wir sind Tagträumer und wir befinden uns da gerade im Ö3-Studio. Und wir haben gerade ein richtig scharfes Spiel gespielt, deswegen kann der Thomas auch nicht wirklich reden. Ja, mein Mund brennt von den Pfefferoni. Ja, das sieht man dir an, Thomas. Das Spiel heißt Hit or Hot. Alles klar? Wer von euch beiden mag gern scharf? Ich mag gern scharf, aber ich vertrage es nicht so gut. Thomas? Mir kommen immer die Tränen. Ich kann nicht einmal ein Krennbrot essen, ohne dass ich zu weinen beginne. Okay, das ist cool. Das ist, im Radio ist das genau richtig. Schau, wir haben hier 5 wunderschöne Pfefferoni. Vielleicht beschreibt ihr mal ganz kurz den Teller, was zu sehen ist. Es sind 4 schöne grüne Pfefferoni und ein roter. Eine rote. Die rote Pfefferoni. Aber meine Erfahrung sagt mir, dass die rote nicht so scharf ist wie die grüne. Oh, das heißt, du meldest dich an für das Spiel jetzt? Es muss sich einer von euch anmelden für das Spiel. Wer macht mit? Ja. Okay, du machst es. Thomas macht es. Muss ich alle essen oder einer? Thomas, bitte schon. Da ist sie vor dir. Das Spiel funktioniert folgendermaßen. Hit or Hot funktioniert folgendermaßen. Wir spielen euch rückwärts Songs vor, die ihr quasi, ihr müsst den Interpreten nennen können. Ja? Nur den Interpreten. Interpreten, machen wir schwieriger. Interpreten nein, und Song. Nein, Interpret, nicht so reicht. Interpret reicht. Ja? Okay, geh ein bisschen weiter rüber, ganz kurz da. So. Aber wir sagen es gleich, wir sind nicht so bewandert im Thema Popmusik. Das, ja, keine Sorge, also Songs von Nachtschwärmer spielen wir eh nicht. Das macht das Ganze nur noch lustiger, das passt ja. Für wann halten wir uns die rote Pfefferoni auf? Ja, ich denke, die nehmen wir als erste. Oder? Hört so, wir machen so. Wenn ihr den Song erratet, dann esse ich eine Pfefferoni. Und wenn ihr nicht erratet, dann esst ihr eine, okay? Oder du in dem Fall, Thomas. Halte ich für fair. Ist fair, okay. Leg mal los. Erster Song. Was ist das für ein Song? Ich lasse für dich das Licht an, Revolver hält. Ja, ich rate. Die Gitarre original. Erkenne ich. Ding, dong. Fuck, das ist richtig. Ich lass für dich das Licht an, obwohl's mit so hell ist. Oh nein! Ich nicht mal. Okay, ich esse die erste Pfefferoni, die grüne. Ich lasse euch die rote übrig. So. Alles klar? Ist ja die rote scharf und die, was du gerade. Aber ihr müsst sie ganz in den Mund rein tun. Richtig schön kauen. Fuck, ist das scharf. Nein, kein Brot. Ich brauche kein Brot, bitte. Wir haben hier sogar Joghurt hergerichtet. Soll ich dann Kakao holen? Nein, danke, das passt schon. So, zweiter Song. Okay. Ihr seid cool. Zweiter Song. Okay. Boah, ich schaff. Wie heißt er? When I met you in the summer. Wie heißt der Interpret? Oh, ist das scharf. So, 5, 4, 3, 2, 1. Calvin Harris. Calvin Harris. Kenn ich nicht. Calvin Harris. So, bitteschön, eine Pfefferoni. Welche nimmst du, die grüne oder die rote? Er nimmt die rote. Er nimmt die. Okay, rein damit, komm. Das ist die schärfste? Keine Ahnung, rein damit. Alter, warte, chill. Rein damit, aber ganz. Nein, Moment, ganz. So. Und? Ist geil. Und ist geil. Die Pfefferoni. Schmeckt scharf. Nächster Song. Seid ihr bereit? Geht's. Gut. Thomas. Honorin. Steirer Blut ist kein Himbeersaft. Hier kommen Tränen. Hier kommen Tränen. Okay, Uwe. Nächster Song. Wer ist die Band? Das war scharf. Joghurt? So, 5, 4, we will rock you. 3, ja, rock you 2, Queen. Was? Oh, oh Gott, ja, stimmt. We will rock you. Fuck, ist richtig, okay. Ja, ist richtig, sehr gut. Das heißt, ich esse eine. Oh, fuck, da war noch ein Kern. Wir haben hier noch 3 Pfefferonis, zum Glück sind nur noch die Grünen übrig. Alles klar bei dir? Ja, da war gerade ein Kern noch in meinem Mund, da habe ich nochmal draufbissen. Oh. Magst du Joghurt? Oh, kein Tipp, bitte Joghurt. Brot, gell? Ja. Schwer bei, Herr. Du willst doch Brot, echt? Ja. Komm, jetzt nimm kein Brot. Ich nehme auch keins. Ich nehme kein Brot, wir lassen es da. Ja, wir lassen es in der Mitte, ich nehme auch keins. Okay. Tom sind einfach hart. Okay, passt. So, nächster Song, seid ihr bereit? Ja. Ja. Easy.
Voll einfach. Das ist Mad Under Dead, 100%. Hier herrscht ein ungemeines Ungleichgewicht. Die ist jetzt schon die dritte Pfefferoni. Ja, aber der Typ ist einfach cool. Und die Stimme merkt man sich. Okay. Aber keine Sorge, den letzten schaffen es nicht. Okay. Nie. Boah, das ist grausig, Leute. Ja. Okay. Nee, zu schwer. Auf nüchternen Magen. So, okay, letzter Song. Ist jetzt mal eine Pfefferoni ist noch übrig. Voll easy. Von der Schärfe geht es dir viel besser als mir. Seid ihr bereit? Du trotzdem weh. Bist du bereit? Ja. Okay, los geht's. Heden in nich snipp schnass auf sein in nich fleck. Is mit vanem fsch. Is mit vanem. Es klingt ein bisschen. Klingt das ein bisschen. Ed Sheeran, Passenger. Aber es ist es nicht. So. Nein. Es hat zu viel Piano für Ed Sheeran. Was? Moldavia, 12 Points. Wenn ich dann schätze. 5, 4, 3, 2, John Legend. John Legend. Es war eine schlechte Schätzung, aber das war Piano. War sehr schlecht. Das ist nämlich das Original. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Der Typ macht mich immer bei dir. Pfefferoni in das Kehlchen, rein damit und schee. Mahlzeit. So, Mahlzeit. Du schwitzt aber gerade. Tagträumer. Heute live auf der Summer Stage in der Bundeshauptstadt in Wien zum exklusiven kleinen, extra feinen Ö3-Gig. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg mit eurer neuen. Viel Erfolg mit eurer neuen Single, Mein Herz, die wir uns jetzt anhören wollen. Eine Nachricht noch für die Ö3-Hörerinnen und Hörer von euch: Niemals zu scharfe Pfefferoni essen. So ist es. Hey, ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Konzert heute Abend. Danke. Ciao, danke, ciao, ciao. Hallo, liebe Fans. Das geht jetzt nur raus an euch. Wir bedanken uns herzlich für die vielen Aufrufe auf YouTube, für die vielen Anrufe bei Ö3, dass sie unser Lied spielen. Danke. Wir bedanken uns einfach für alles, für den ganzen Support, für alles. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Danke. Danke.